Marschieren. Guten Morgen, wieder beim Wesnerbank. Heute ist Freitag, heute ist richtig bockig wieder, aber heute noch nicht etwas Interessantes davon. Und das beschäftigt mich eigentlich schon lange mit dem Schuh, mit dem Fuß. Und es ist auch in meinem Leben passt es auch viel zusammen mit uns. Weil es gibt auch einen ganzen Haufen Sprichwörter, zum Beispiel: Das ist ein anderes Paar Schuhe. Jemandem etwas in die Schuhe schieben. Der lebt auf großem Fuß, umgekehrt wie ein Schuh draus. Heute bin ich mit dem linken Fuß aufgestanden. Und heute habe ich einen interessanten Gast wieder da. Sind alle interessant, aber der ist wieder speziell, weil der befasst sich mit dem Fuß und mit dem Schuh. Und deswegen begrüße ich ihn gleich. Es ist der Hubert Rabensteiner. Und Hubert, grüß dich. Claudia, grüß dich. Sitzt dich her. Oh, der Hubert kommt mit einem Koffer. Ganz interessant. Man, das ist ja so, ein Handwerker braucht allem etwas in der Hand zu nehmen. Wenn man mit leeren Händen kommt, ist halt eigentlich nicht so, so ideal. Und das da, warte, jetzt bevor wir anfangen, muss ich gleich mit dem Zitat anfangen. Weil es passt. Der Fuß und der Schuh, das hat etwas mit dem Leben zu tun. Und schon die alten Römer hatten dafür ein passendes Sprichwort, der es übersetzt heißt: Niemand außer mir weiß, wo mich der Schuh drückt. Es ist Vergleich mit dem Leben. Ganz genau. Der Schuh kann sprichwörtlich drücken, aber es kann auch sonst irgendwo der Schuh drücken. Und im Leben hat man alle wieder Momente, wo der Schuh drückt und wo es nicht ganz so krot geht, wie man es sich eigentlich vorstellt. Genau. Und deswegen frage ich, Hubert Rabensteiner, wer bist du? Von wo kommst du? Ich bin, wie gesagt, der Hubert Rabensteiner, komme ursprünglich von Villanders, bin gebürtiger Villanderer. Habe dann in Bozen meine Lehre gemacht als Schuhmacher-Lehrling. Habe da eine Gesellenprüfung gemacht und habe dann mit 22 Jahren, hat mein Chef gesagt, er hat gesehen, jetzt hat er im letzten Jahr, haben wir Pech gehabt in der Firma mit Unfällen, der Kollege hat sich wehgetan, ich bin eine Zeit lang Krankenstand gewesen. Da, du bist der letzte Gesell. Ich kann mich da weniger arbeiten. Eigentlich musst du zusammenpacken und gehen. War eine recht große Herausforderung, aber ich habe mir gedacht, ein bisschen Welt sehen war auch nicht ganz schlecht. Bin nach Friesbahn in eine Messe gegangen. Haben mich angefragt wegen einer Arbeitsstelle. Und wie es sich so ergeben hat, in Geiling kam ein Vertreter in ein Geschäft in Bozen und sagt, im Reinverkauf hat eine komplette Werkstatt. Und dann bin ich mir die Zelle umschauen gegangen, habe eine Firma gegründet mit 22 Jahren. Das heißt, ich habe heuer 30 Jahre Firma Schubert. Und habe dann eben die Werkstatt gekauft, habe aber noch absolut kein Lokal gehabt. Zu dieser Zeit war es relativ schwierig. In Klausen ist mir uns versprochen worden, was mir noch nicht gegeben worden ist. Und dann habe ich halt mit einem Kollegen noch die ganzen Maschinen eingestellt und gewartet, was die Zeit ergibt. Kaum, dass ich die Firma gegründet habe, sind mehrere Angebote auf mich zugekommen. Eins in Stuttgart, eins in Ulm. Wäre super cool gewesen. Ich hätte wirklich gerne Welt gesehen, andere Werkstätten gesehen, Zeug dazugelernt, weil ich allem wissbegierig gewesen bin und auch neues Segen gewählt habe. Und dann ist auch noch der Martin Strolz von der Firma Strolz. Das ist die einzige Firma, die Skischuhe auf Moos macht, die letztes Jahr 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Zu mir gekommen, da war mein Vater schon umgestellt und hat gesagt, Hubert, du kannst nicht selbstständig anfangen. Kommt zu mir, übernimmt Klausen die Produktion, die haben da bei der Autobahnausfahrt die Produktion gehabt, übernimmt das und kommt zu mir arbeiten. Dann sage ich, 14 Tage zu spät, jetzt bin ich den Schritt gegangen. Und dann haben wir ausgemacht, hat er gesagt, dann kommst du heuer im Winter noch zu mir, lernst du voll in die Skischuhe hin, in Lech, und dann übernimmst du den Verkauf für Italien. Und so hat das gestartet und dann zu Weihnachten habe ich endlich in Milan ein Geschäftslokal gefunden, habe da dann hinter der Tankstelle 93 im März dann das Geschäft eröffnet und seitdem habe ich eben meinen eigenen Laden. Bis 2007 war ich in Milan und seitdem bin ich jetzt im Roßlauf, weil ich in Milan einfach nicht mehr Platz gehabt habe. Meine Wissbegier und mein Drang, allem wieder Neues zu machen, hat mich einfach weitergetrieben und hat mir mehr Platz gebraucht. Bevor wir das outieren, weil ich möchte ein bisschen auf Suspense halten, möchte ich dich noch fragen, was bedeutet bei dir der Fuß und der Schuh?
Nein, es ist einfach, wenn die Füße nicht klappen, dann geht es eigentlich im Leben nicht weiter. Ich habe davor von einem Unfall geredet. Ich habe da auch ein Erlebnis gehabt, weil ich bin schwer mit den Schiefer umgelegt. Bin ca. 50 Meter weit gekupft und 10 Meter Luftstand in den Flachen gelandet. Verdacht auf Querschnittlähmung. Von der Piste mit dem Hubschrauber weg. Zum Glück habe ich es nicht realisiert. Ich muss sagen, ich habe auf der Piste noch eher Witze gemacht. Und zum guten Glück sei nach 2 Stunden ist das Gefühl in die Füße wieder gekommen. Bis ich wirklich realisiert habe, was da gegangen war. Ich habe eine schwere Wirbelsäulenverletzung gehabt. Aber es ist noch mit 90 Tagen Gipskorsett. Hat sich eigentlich. Und ja, wenn ich nicht gehen kann, wenn ich mich nicht fortbewegen kann, ist das Leben halt um einiges schwieriger. Wir sehen ja auch für das, was leider Gottes das Pech gehabt hat, in einem Rollstuhl gefesselt zu sein, wie schwierig das Alltagsleben ist. Weil einfach überall Barrieren sein, es sind Stapfen, es sind Kanten. Ja, stimmt. Es werden die Autos kreuz und quer angestellt, es wird nicht geschaut auf die Sachen. Es wird keine Rücksicht, gell, auf, weil gut, es normal ist. Gut zu Fuß sein bedeutet schon das halbe Leben. Was bedeutet dir optimaler Komfort im Leben? Optimaler Komfort im Leben ist eigentlich die Gesundheit. Die Gesundheit und die Zufriedenheit. Sam, glaube ich, wenn man es hat, hat man alles im Leben. Hm. Alles andere macht man sich ja nur selber. Genau. Lieber Mesnerbank, ich entschuldige mich, wenn es mich heute wie ein Herrschnack, weil heute ist er wie ein Bock. Ja, aber du bist ein bisschen mehr, mehr Fett auf die Rippen, da geht's. Nein, ich bin anderer, das ganze Jahr eher kurze Leib, ja. Er war jetzt heute recht ein bisschen, du bist ein bisschen übertrieben gewesen. Aber nein, das geht. Wir passen, du hast einen Spruch, habe ich gesehen, auf deiner Homepage. Wir passen jeglichen Skischuh vom Rennski über den Tourenskischuh bis hin zum Freizeitschuh perfekt an ihren Fuß an. Ganz genau. Man kann eigentlich jeden Schuh umpassen. Jeder ist jetzt nochmal ein bisschen übertrieben. Arbeitssicherheitsschuhe sind begrenzt umzupassen. Ja. Klar, wenn der vor in der Kappe zu schmal ist, da ist eine Stahlkappe drin wegen der Sicherheit. Wenn ich die formen kann, dann hilft das ja nichts. Deswegen ist man begrenzt. Aber alle anderen Materialien kann man recht gut formen. Carbon-Teile zum Teil. Und normale Schuhe sowieso. Und die Skischuhe werden auch unterschiedlich zwar zwischen Rennschuhe und Freizeitschuhe und den Tourenschuhe. Da gibt es 3-4 verschiedene Varianten, wie man sie umpassen. Aber generell geht es perfekt umzupassen. Der Hubert Schubert ist nicht ein normaler. Sag mal, er ist ganz von. Ein abnormaler. Ja, ganz ein abnormaler, weil er neugierig ist. Und soll man ja allem sein. Weil neugierig bringt im Menschen im Leben weiter. Aber der Hubert hat tolle Erfindungen gemacht. Was ist ein Bootfitting? Ja, Bootfitting ist jetzt ein Wort, was brutal in aller Munde ist. Und ja. jeder ist Bootfitter und jeder, im Grunde genommen heißt es, den Schuh an den Fuß umpassen. Ja. Es ist halt der englische Ausdruck und Englisch ist modern, hat mein Chef vor allem gesagt. Und deswegen muss man halt solche Worte auch nehmen. Generell ist einfach die ganze Sache feiner am Fuß zu machen. Und jetzt kommen wir auf deinen Kufer, weil du bist. Ja, ich bringe ihn nicht auf. Ja. So, jetzt lass dich überraschen. Einige Sachen mitgebracht, weil wir sollten sein, ein Handwerker braucht Sachen in die Hand zu nehmen. Genau. Weil der Claudio davor schon einen super schönen Skischuh von früher mitgehabt hat, dann habe ich nehme einen mit, der aktuell. Warte immer, ich kaufe ein bisschen da her. Volle. Nachher können die Leute ein bisschen mehr schauen. Der aktuell voll in ist. Das ist der einzige Skischuh, was komplett auf Moos gebaut wird. Eben in Zusammenarbeit mit der Firma Strolz, wo ich einen Verkauf für Italien habe. Da wird der Außenschuh auf Moos gemacht, der Innenschuh aus Leder, handgefertigt, auf Moos, über den Lasch gezwickt, wie früher die Moosschuhe gemacht worden sind. Und dann noch ausgeschäumt. Wie ich davor gesagt habe, ich mache jetzt das 30 Jahre lang und in den 30 Jahren habe ich definitiv Leute, 2 Kunden gehabt, die ich sagen könnte, ohne Garantie. Mhm. Aber das Interessante ist, für wen hast du das gemacht? Die Schuhe sind im bequemen sportlichen Bereich. Ich vergleiche die Skischuhe immer ein bisschen mit dem Auto. Ja. Auto haben die Leute viel mehr Gefühl, als bei den Schuhen eigentlich komisch, weil die Schuhe haben sie von dem ersten Schritt gehen bis zum letzten Schritt gehen, allmun. Und das Auto ist eigentlich weiter weg. Aber dächter hat jeder Mensch mit dem Auto mehr Gefühl. Also so ein Schuh ist Audi, BMW, Mercedes. Mhm. Einfach sportlich bequem. Der ist ungepasst. Sportlich bequem. Wenn ich heute auf einen Rennschuh gehe, dann habe ich einen Ferrari. Ja. Und das können sich die Leute noch schon besser vorstellen, was für Unterschiede sind. Nicht? Interessant. Weil ist alles direkt. Interessant, wie sich die Leute an gewisse Sachen messen. Sag mal. Okay. Wenn du sagst Ferrari, dann ist es super. Okay.
Danach habe ich da noch einige Sachen mit. Einer von meinen Kunden war auch der Bodi Miller, Tausendsasser im Skisport, ja. Der gesagt hat, er hat halt immer ein Problem, weil er Bruch gehabt hat im Mittelhandbereich und wenn er da die Stangen reinkriegt, dann tut es ihm mal weh und kannst mir nicht irgendein Gebiss bauen. Habe ich ihm dann aus Glasfaser so ein Schutztrau gebaut und gleichzeitig war er voller Fan von Leki Trigger S-System. Einer der einzigen Weltcup-Fahrer und er hat sich dann in seinen Räuschhandsch, weil er über die Nationalmannschaft Räusch fahren gemüsst hat, das Trigger-S-System in Lecky einbauen lassen. Das hast du gemacht? Das habe ich ihm entwickelt und gemacht. Er ist auch noch einige Zeit mit unseren Armprotektoren gefahren, wo er das Logo Schubert drauf gehabt hat. Ja. Dann habe ich da einen Armprotektor in Altendorfer der Linse Wann. Sie war eigentlich die erste mit den Armprotektoren. Geschichte Armprotektoren war auch so, eigentlich habe ich für die Denise Carbon ein Teil für den Unterschenkel gebaut, was so wiederum ausschaut. Das ist allerdings für die Marlies Schild gewesen nach der Verletzung. Mhm. Die Denise hat auch die Diagnose gekriegt, Schulterprellung, und die Ärzte haben gesagt, 6 Wochen pausieren. Und ich sage, du Denise, ich kann dir etwas machen, dass du eigentlich nicht pausieren musst, dass du weiterfahren kannst. Und somit habe ich ihr so eine Schiene aus Carbon gebaut. Und sie hat nach 2 Wochen wieder gekannt, Weltcuprennen fahren und ist sogar in Maribor ins Slalom auf dem Podium gefahren, zweite geworden. Vor, dass ihr das Tal mitgegeben habe, war genau gereden, Weltcup, dann möchte man. Drin habe ich einen Termin mit Salomon, weil ich für Salomon auch die ganzen Sohlen gebaut habe damals, für Fritz Strobel, Renate Götzschl und so. Und haben das Tal mitgenommen und alle sind sie hergegangen und sagen, Unterarmschutz. Und ich sage, nein, eigentlich ist es für den Schienbahn. Wenn es Unterarm auf Moos braucht, baue ich einen keinen Unterarm auf Moos. Und dann war eben der Trenkwalder Robert von der Red Bull. Ja. Und er sagt, ja, das brauche ich von Eric G. und für die Linse Wann. Ja. Und somit sind die ersten 2 Armprotektoren interessant, wenn auf du Moos eine entstanden. Gefahren warst. Ganz genau. War das erkannt? Das ist die Neugier. Man muss ein Leben neugierig sein und auch relativ frech sein, muss ich sagen, in der Hinsicht. Ich habe, wenn Junkerbahn, eine Einlagsohlen gebaut und dann habe ich da das Gig gehabt, die ganzen Masterfahrer wie ein Bramsola Rossi und ein Kaseregger und was im Brixner Raum bekannt sein, mit der Einladung auszustatten. Und die sind voll happy gewesen. Da sage ich mal, wenn das für die Masterfahrer geht, muss das im Weltcup wohl auch funktionieren. Nicht? Sowieso. Ja, wie kommst du im Weltcup rein? Ja, du, der nächste Weltcup ist Alta Badia. Na, bist du hingefahren? Ganz frech, 2 Sohlen in den Sack gesteckt, in Alta Badia. Und zu einem kommen, du ja eigentlich Ninderst. Weil ich ja ist alles angespürt. Du, Claudia, warst ja selber, bist in den Zirkus ja auch immer unterwegs. Und nach der Preisverteilung habe ich zur Frau gesagt, so, und jetzt muss einer darum glauben, was ich bin ja am Sicht da gewesen. Nicht? Bin hinter dem Zelt aus und dann gewartet, bis die Athleten gekommen sind. Und dann waren die Österreicher dabei und unter anderem der Robert Brunner. Ja. 1000 Sasser. Ja, genau. Der was eigentlich das ganze Management rund um den ÖSV damals über gehabt hat. Und der selber hat mich eingeladen in Kitzbühel. Und dann hat es noch gestartet, dass ich bei Salomon international die ganzen Sohlen gebaut habe. Weißt du, was mir da einfällt, Hubert? Da ist eben eine Freundin von mir auch da gewesen und hat gesagt, scheiß drauf, mach's einfach. Ja, so in der Richtung. Nicht? Genau. Und auch aus den bei den Einlagen, Hirn hat allem versucht, hat allem zu losen, vor allem bei den Leitern oder bei den Sportlern, was wo drückt sie? Ja. Wo drückt der Schuh wieder? Nicht? Und was ist die Herausforderung? Weil logisch, ein Einlag ist ein Einlag, aber ich brauche in jeder Art im Leben brauche ich sie anders. Jetzt beim Skifahrer war das Thema, dass sie eine maximale Höhe haben gedurft haben mit dem Schuh drin. Mhm. Wenn ich jetzt eine Einlage mit 5 mm rein tue, dann kann ich außen nichts mehr rausschraufen, dann kann ich nicht mehr so die Schräglagen fahren. Folgedessen muss ich eine Einlage bauen, die ganz, ganz dünn ist. Mit welchem Material kann ich dünn bauen? Mit Carbon. Mhm. Dann sind die Carbon-Einlagen für die Skifahrer entstanden. Heutzutage nehmen wir das Carbon mehr für die Radlfahrer. Wir haben da jetzt zum Beispiel Fabian Rabensteiner, was der Neffe von mir ist. Er ist letztes Jahr Europameister geworden. Hat noch auch die Sohlen mit der Europameisterform gekriegt. Da ist der alte Protektor von der Linse Wann. Hat von der Michaela Schifferin. Sam ist noch auch weitergegangen. Der Manager von der Michaela Schifferin, den kenne ich auch schon über Jahre, in Kilian Albrecht. Ja, und der sagt, Hubert, kannst du mir nicht den Michaela Assetenschützer machen? Sag ich, ja, Kilian, kann ich. Ja, aber Zollen, Dann sage ich, nein, Kilian, ich bin ein Kleinbetrieb, ich gratis irgendetwas brauche, entweder Material oder
da können wir schon etwas tauschen, sage ich, aber nicht. Und dann kommt man, man kann eine Lecke ausschreiben. Dann sage ich, ja, Kilian, ich kann dir eine Lecke ausschreiben, weil der Arzt unschafft und zahlt, schafft, was er drauf haben will. Somit habe ich eben der Michaela Schifrin schon damals mit 16, 17 Jahren alt den ersten Protektor gebaut, der heute noch allen mit ihm fort. Und dann haben wir die Tür zu Leckiau getan. Heute wie heute baue ich die kompletten Protektoren, was auf Norm sein für die Firma Lecky, sei es Weltcup, geil, Europacup und Verkauf. Und das in Brixen? Und das in Brixen. Und das in wir Brixen. Haben jetzt noch, die letzte Woche hätte ich schon einen Termin mit dem Claudio da gehabt, aber haben wir 40 Barler Protektoren noch für die Weltmeisterschaft herrichten gemiert. Pintero ist beim Super-G, ja, hat den Tag davor einen Schützer gekriegt, ist auf, da Weltmeister geworden. Da habe jetzt genau eine Frage für dich. Erstens will ich noch mal sagen, Leute, habt ihr gesehen, wenn einer drum glaubt, dann ist wurscht, von wo er kommt und wie groß er ist. Weil die besten Tüftlereien kommen allem von den Kleinen, was unheben von Kleinen auch die Sachen zu machen, ja, was neugierig sein und was eine Vision haben. Deswegen, jeder kann es, jeder kann es. Und wenn es der Hubert gekannt hat, was. Von wo bist du gekämpft? Von viel anders. Von viel anders? Leih von viel anders. Ja, Leih, Leih. Du, pass auf, allem wenn man auf einen kommt, hat man eine Weitsicht, gell? Viel anders ist der Mittelpunkt von Südtirol. Ja, genau. Das ist der viel andere Album, deswegen wir sind eigentlich der Mittelpunkt. Genau. Und wenn du ganz groß nimmst, der Welt. Stimmt. Man kann es allem sagen, wie man will. Ganz gell? Genau. Hubert, was bedeutet dir, wenn jemand mit deinen Kreationen gewinnt? Es ist schon eine Freude, wenn man sieht, dass die Leute gut zurechtkommen, egal ob es jetzt noch eine Verletzung ist, dass man ihnen helfen kann. Es sind auch Sittetaler da, eben Daumen, Schiene, praktisch Sehnenriss, ja, statt ein Gips, gleich so eine Schiene rein, gleich wieder weiter trainieren, gleich wieder weiterfahren, Rennen fahren. Diese Sachen sind schon Genugtuung, wenn man sieht, man hat ihnen geholfen und schnell geholfen. Letztes Jahr in Christstock kommt ein SMS, ja, sie ist die Paula Molzan, für die, was sie nicht kennen, ja, Amerikanerin. Amerikanische Skirennfahrerin. Sie hat ein Problem mit dem Handgelenk, aber das große Problem ist, am 28. Dezember ist das Rennen in Lienz. Ja. Und dann braucht sie Hilfe. Heißt, 25. bis 28. Wir schreiben ihr zurück, ja, es ist kein Problem, wir können uns gerne im Laufe von heutigen Tagen noch treffen. Ja, dann komme ich um 2. Dann sage ich, nein, halt, stopp, jetzt bin ich gerade bei der Mama niedergesessen, Mittagessen. Ja, logisch, zu um 5. Dann haben wir um 5 ausgemacht und in Stephanstag um 6 auf Nacht hat sie die Carbon-Schiene auf Moos gekriegt und hat Rennen fahren gekannt. Hat ihre Rennen, cool, kein Rennen auslassen gewählt. Das sind schon genug Dungen. Früher habe ich auch gesagt, ich möchte mal mein Logo im Fernsehen sehen. Logischerweise habe ich mit der Sohle habe ich kein Logo reingebracht im Fernsehen, weil kein Skifahrer die Sohle in die Luft hält. Aber sie spüren die. Aber und dann hat mein Bruder auch gesagt, der war jetzt gerade einmal ein paar Tage vor dir. Bin hingegangen, der Hubert war freundlich, hat mir es gleich gemacht, hat nicht lang. Verstehst du? Das ist heutzutage ja auch wichtig, dass man auch menschlich ist. Man versucht schon allem gleich und schnell klar. In der Saison ja muss man auch rechnen, dass man Termine machen muss und dass man auch der Kunde oft wieder Geduld braucht. Aber klar, was Mensch möglich ist, machen wir gerne. Hubert, jetzt einmal vom Sport, von den Heroes. Jetzt komme ich zu der Mode. Ich finde es schrecklich, wenn jemand beim Anblick meiner Schuhe sagen würde, oh mein Gott, sie sehen aber bequem aus. Was bedeutet dir, du bist jetzt in dem Sektor drin, aber hast du noch nie Frauen gehabt, was mit High Heels gekommen sind und gesagt haben, du kannst mir die umpassen, weil die dir immer weh oder so? Ja klar, Schuhdehnen ist eigentlich jeden Tag das tägliche Geschäft, nicht? Weil ich bin ja Schuhmacher, wie gesagt, kann, und wir machen ja Schuhreparaturen, nicht leisete Sachen. Ja. Wir machen ja Ledersachenreparaturen und Schuhreparaturen in unserem Geschäft. Und haben auch früher Leder Moosschuhe gemacht, leider mit der ganzen anderen Sache. Kommst du nicht mehr? Ja, ich muss auch so sagen, Leder und Carbon sind zwar Werkstoffe, die sich nicht gut vertragen. Das heißt, okay, bei einem Moosschuh braucht man brutale Sauberkeit. Beim Carbon ist extrem dreckig. Da, wenn ich in der Kabine bin zum Schleifen, da schaue ich aus wie der. Wie wenn sie mich durch den Kamin durchgezogen hätten, nicht gleich wie ein Kaminkehrer. Nicht? Weil einfach der Carbonstab so ein feiner Stab ist, so ein kluger Stab ist und sich in die Luft aufwirbelt und überall umsetzt. Auch wenn du noch duschen gehst, du tust noch ein dritten Mal insaufen, geht allem noch Carbonstab für die Haut da. Mhm. Deswegen Moosschuhe und Carbon vertragen sich.
Überhaupt nicht. Und zeitlich, logischerweise, auch nicht mehr. Ja. Jetzt habe ich die zwei, ich frage all meine Gäste Emotionswörter. Und bei dir habe ich mir rausgesucht, was sagst du zu den zwei Wörtern? Was bedeuten die für dich? Handwerk und Umwelt. Ja, ich glaube schon, dass die Handwerker auch umweltbewusst sein. Wenn man hergeht, jetzt zum Beispiel auch die ganze Reparaturgeschichte, statt wegwerfen, reparieren, glaube ich, ist für die Umwelt schon ein guter Dienst. Mhm. Aber auch, wenn wir davor in Skischuhe gesprochen haben, ich kann sagen, heute beim Strolzschuh, wenn wir heute die Umwelt betrachten, der Schuh wird im Umkreis von mir weg für 200 Kilometer jedes Einzelteil produziert. Kurze Wege. Er hebt im Schnitt doppelt so lang. Können wir auch wieder sagen, du, ich muss Jan Skilehrer, das 6 volle Saisonen, sprich 6 bis 700 Skitage in so einem Schuh drin sein, bis sie wieder wechseln. Mhm. Mit jedem normalen Skischuh sind sie 2 Saisonen drin. Deswegen rein ist schon auch, glaube ich, ein Mehrwert für die Umwelt und ein Mehrwert für. Und das ist auch wichtig, wie du sagst, bei den Schuhen. Dass man nicht zu kalt hat, dass man nicht. Klar, es ist echt das Leder jetzt bei seinem Schuh auch drin. Ein Schuh wird aus echtem Leder produziert. Es sind schon andere Sachen. Heute ein guter Schuh, ein Lederschuh, ein bequemer Schuh, der auf deinen Fuß passt, mit einem bärigen Fußbett drin. Dann genießt man schon auch die Natur und alles zusammen. Klar, es drückt der Schuh nicht. Ganz genau. Der Schuh ich kann wieder hin. Wir kommen, das Leben dreht sich um die Füße und um ganz den Schuh. Genau. Hubert, jetzt kommen wir zu deiner Lebensgeschichte. Ich glaube, du hast ein paar, aber ohne. Ja, eine Lebensgeschichte, was ich dauernd noch fortschreibe, ist, dass mich vor 6 Jahren ein Skilehrer aus Cortina angerufen hat. Ja. Das war ein Donnerstag zum Mittag und sagt, du, ich habe einen Spezialgast und du musst mir kommen, Skischuh messen. Und sage ich, ah, okay, das Wochenende. Nein, das muss morgen sein. Aber Freitag, der Terminkalender war schon voll. Dann sage ich, ja, gib mir eine Stunde, dann schaue ich, ob ich ein bisschen etwas verschieben kann, dass ich einen Termin rausbringe. Dann habe ich ein paar Termine hin und her geschoben, dann ruft er eine Stunde drauf, genau wie ausgemacht, leitet das Telefon wieder. Du, na, passt das morgen? Dann sage ich, ja, morgen gleich in der Früh. Ah, ja, super, um 11 Uhr. Na, die Leute, die mich kennen, 11 ist für mich eigentlich schon zu Mittag, weil ich bin einer, der leicht aussteht und gern aussteht. Ja. Das heißt, ich bin zwischen 2 zum Morgen 2 in Früh aufstehen in der Firma und 5, wenn ich spät ausstehe. Dann sage ich, nein, nicht zum Mittag, in der Früh. Nein, vor 11 geht nichts. Nicht? Ja gut, jetzt bin ich halt auf 11 Cortina gefahren. Warte drin, dann kommen ein paar andere Skilehrer. Dann sage ich, ja. Wo ist der? Wer ist der Mensch, dass ich da warten noch auch noch muss? Ja. Ja, das ist halt ein echter Prinz aus Saudi-Arabien. Boah, denke ich mir gut. Jetzt haben wir halt da noch wie gewartet und da war definitiv der Vater von denen ist 2010 König von Saudi-Arabien gewesen. Er ist nicht nur ein Ölprinz, sondern ein echter. Und dann bin ich halt zu ihm hingekommen und in Anfang ist halt da ein Skischuh in der Rede gewesen. Dann sagt er, ja, er möchte, damals haben wir es in Schwarz und Weiß gehabt, er möchte einen Schwarzen und einen Weißen. Dann sage ich, ja, rechts schwarz, links weiß. Nein. Je nach Gewand braucht er ein weißes Perlenschuh und ein schwarzes Perlenskischuh auf Moos. Dann habe ich ihn dann gemessen. Ja, könnte man da noch ein bisschen personalisieren? Dann sage ich, nein, lass mir etwas hinfallen. Dann kommt seine Frau. Ja, sie möchte mit pinken. Dann sage ich, pinken Schuhe haben wir damals eben noch nicht gehabt. Ja. Aber habe ich gesagt, ist auch die Beschriftung, ihre Initialien mit pink hin zu machen. Und dann haben wir ihr noch alles mit Swarovski, mit pinken Swarovski-Steinen verziert. Und dann haben wir es eben gemacht. Dann hat er den Skilehrer auch noch gleich angekauft. Und mit denen hat eigentlich die Geschichte noch umgekehrt. Inzwischen waren wir nachher, weil logisch ausgemacht war gewesen, Schäumen bei mir im Geschäft, weil das Schäumen auswärts auch nicht ganz so einfach ist. Aber inzwischen war ich zweimal in Genf, dreimal im Chef, letzte Woche wieder in London, das zweite Mal Courchevel. Da wird angerufen, nächsten Tag musst du da und da sein und du steigst halt in den Flieger hin. Und ja, bin jetzt eigentlich der Skischuhmacher für das. Von Scheich. Familie als Out. Cool. Und ist schon cool. Eine tolle Welt. Jetzt in London waren wir in der teuersten Straße der Welt. Da ist drin, in Wikipedia ist drinnen. Alphayette, die Ding ist die. Ja, und da hat der Eccleston hat da gewohnt. Und neben Wohnsitz von Charles. Und ganz interessant. Uwe, weißt du, was geil ist? Ich habe dich in der Messe bei der Pro Winter getroffen und die haben dich einfach gleich umgesprochen, kommst du mal auf meine Messebank. Aber ich habe das alles nicht gewusst. Das weiß wahrscheinlich fast niemand. Und das ist so interessant da bei mir, weil bei uns, weil das
da kommen Geschichten raus, dass man wirklich bei uns auch sieht, dass man überall hinkommen will, wenn man will. Und dass, dass es Zufälle gibt. Ja, man muss eigentlich schon sagen, als Schuhmacher in Brixen, dass du es für die ganze Welt anrufst, das ist auch nicht ganz, ganz selbstverständlich. Nein, aber das ist, weil und du eben reingekriegt. Ich habe es aber auch probiert, mal über die Presse zu verschicken, wenn wir das erste Mal das mit den Prinzen gehabt haben. Und die Reaktion war eigentlich, ich will schon Werbung schalten. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, eigentlich will ich es nicht. Weil ich glaube, dass wenn halt das kleinste Betrieb weltweit agierst, und die umtust, dass es vielleicht schon einmal zwei Zeilen Presseartikel wert war. Aber Hubert, wir sind heute auf dem Meissnerbank. Und es ist keine, die beste Werbung. Es ist zwar keine Werbung, aber es ist eine Geschichte, was du hast. Und die Geschichten, die gefallen mir, weil die sind authentisch und die geben den Leuten auch Kraft, die was praktisch jetzt in den zwei Jahren da, gemeint haben. Jetzt, es braucht Leute, Man muss drum glauben, ja. Man muss drum glauben, hell auf jeden Fall. Sperrige. Und deswegen gefällt mir das. Schöne Geschichte. Geile Geschichte. Jetzt, aber sie zahlen ja nicht mit Nail, oder? Nein. sie zahlen je nach Währung, wo sie umgehen. Ah, okay. Und zahlen dort eigentlich der Sekretär und er hat allem fix einen Koffer voll Geld mit. Und das ist ganz frisch gebegelt. Das erste Mal habe ich gedacht, man, ist das schon echtes Geld? Weil das war wirklich frisch von der Druckerpresse aus. Also, das hat sich relativ gefällt schon gefühlt. Aber es war schon echt. Hubert, jetzt kommen wir zu meinen zwei letzten Fragen. Was ist noch ein Traum und ein Wunsch, was du hast? Träumen, wie ich davor schon gesagt habe, der Traum und der Wunsch ist einfach lange Gesundheit und eine Zufriedenheit. Und wenn man es hat, wir waren letztes Jahr, habe ich bei einem Ding mit dem Schweizer Alex, ist ein guter Kollege von mir, und da haben sie ja die Filmaufnahme über sein Leben gemacht, und dann war so spontan die Frage, was darfst du in deinem Leben ändern? Und meine Antwort ist, nichts. Wie gesagt, ich habe zwei schwere Unfälle gehabt, ich darf nicht einmal diesen Tag ändern. Das hat mich daraus gemacht, ganz genau. Das hat mich so gemacht, wie ich heim bin. Ich hoffe, dass es relativ gut ist, dass man spürt allem wieder, dass man geschätzt wird, was man tut, was man macht und alles andere. Und man ist bodenständig. Ganz genau. Und wie gesagt, man muss wenn die Gesundheit da ist und die Zufriedenheit, mehr braucht es nicht. Alles möglich. Heim ist Wunsch und Ding, alles in einem gesagt. Schön. Hubert, letzte Frage. Wie unsere Meissnerbankl-Fans und Freunde, gib ihnen einen Tipp, damit das Wochenende wieder cool wird, gut, positiv. Und fürs Leben auch. Das Wochenende cool, positiv. Er sagt super Wetter voraus, außen in der Natur. Ja. Wer es packt, ein Stück zu gehen. Wer es nicht packt, das Meissnerbankl, glaube ich, ist das Wochenende auch oft mal frei. Ja, herhucken, die Gegend schauen, die Natur genießen. Ein bisschen Ort kommen, dass man wieder aufs Wochenende, auf der Woche wieder neue Energie tankt. Und fürs Leben? Und fürs Leben allem weiterschauen. Meine Oma hat allem gesagt, kommt der Tag, bringt der Tag. Kommt er nicht, braucht er nicht. Man macht sich Sorgen, was morgen oder übermorgen ist. Es ist ja echt alles anders, wie man denkt. Ganz genau. Ganz genau. Deswegen, das Motto. Jede Sekunde voll durchleben, was ich allem sage. Heint ist heint und eben. Kommt der Tag, bringt der Tag, kommt er nicht, braucht er nicht. Perfekt. Hubert, danke, dass du gekommen bist beim Meissnerbankl. Du bist heute mein Hero of the Day. Danke schön. Geil. Und ich werde es mit Ehren einmal umlegen. Ja. Ich hoffe, du schickst mir mal ein Foto mit dem Leibele. Ja. Da bin ich richtig froh. Und wir haben wieder etwas gelernt. Dass aus einem Handwerker, ich will ihm nicht, hab es gesehen, mein Schuh. Aus dem Schuh, wo er das gelernt hat, sind solche Sachen entstanden. Deswegen, man weiß nie, wo der Weg hingeht. Man muss ihn gleich gehen. Mhm. Stimmt's? Mit Umwegen. Ja. Und wieder einmal zurück, aber man muss dann gehen. Der Achmüller hat gesagt, seid wie Wasser. Allem flexibel sein. Ja. Und das fällt mir allem wieder in. Hermann, du hast mir etwas Gutes gesagt. Und wir grüßen euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Liked es mir, abonniert euch und gebt es mir auch Kommentare, weil die Daten uns interessieren und unseren Gast auch. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, da beim Meissnerbankl. Servus. Papa, mir geht's nicht. Mach's gut. Vielen Dank.